Tanja Schröder und Isabel R. teilen unfreiwillig ein ähnliches Schicksal. Für sie wurde der Traum von einem gesunden Baby zum Albtraum. Und diese Tablette soll schuld daran sein. Jahrelang verwenden Ärzte Zytotec zur Einleitung von Wehen. Ein Medikament, das mittlerweile stark umstritten ist. Frauen berichten von schlimmen Komplikationen während der Geburten. Hier ist ein Fehler passiert und dann müssen sie auch dafür einstehen. Das ist das, um was wir kämpfen. Jeden Tag besucht Isabel R. diese Stelle in ihrem Garten. Hier fühlt sie sich ihrem Sohn Carlo ganz nah. Denn hier liegt seine Asche begraben. Ich versuche einfach jeden Tag hier hinterzugehen, egal ob es regnet oder schneit, um weiter einfach seine Mama sein zu können. Mit 24 Jahren wird Isabel R. zum ersten Mal schwanger. Sie und Partner Matthias freuen sich auf ihr Baby. Da die Wehen nicht pünktlich einsetzen, wird die Geburt im Krankenhaus eingeleitet. An dem Tag habe ich eine kurze Aufklärung bekommen. Dann hat eine Ärztin mit mir gesprochen, hat mir auch gesagt, dass ich Zytotec bekomme und sagte zu mir, dass das aber völlig in Ordnung ist und dass ganz, ganz viele Schwangerschaften damit oder Geburten damit eingeleitet werden. Bis 2020 wurden nach Schätzungen deutschlandweit jährlich etwa 100.000 Geburten mit Zytotec eingeleitet. Eine Tablette enthält 200 Mikrogramm des Wirkstoffs Misoprostol. Die Dosis einer ganzen Tablette ist zu hoch. Sie muss geachtelt werden. Genau das führt zu falschen Dosierungen, weiß auch Chefarzt Markus Schmidt. In der Leitlinie, die wir entwickelt haben zur Geburtseinleitung, wird auch noch mal ganz explizit gesagt, dass eine händische Teilung unterbleiben muss, weil man einfach nicht durch Zerbrechen der Tablette nicht genau abschätzen kann, wie groß die Dosierung denn jetzt ist. Verabreicht man den Schwangeren eine zu hohe Dosis, kann es zu einer Überstimulation, dem sogenannten Wehensturm, kommen. Isabel R. erinnert sich an eine Dosierung, die nicht den Leitlinien entspricht. Da ging es dann auch gleich los mit der ersten Gabe. Das war, glaube ich, eine halbierte Tablette gewesen. Also ich habe immer kleine Bröckchen bekommen, habe diese Tablette geschluckt und dann haben wir auf Wehen gewartet. Laut Geburtsbericht erhält sie 7 Stücke Zytotec über 2 Tage hinweg. Als sie unter starken Schmerzen ihren Sohn zur Welt bringt, steht es nicht gut um Carlo. Er atmete nicht. Es war so eine ganz, ganz komische Situation. Ich kann mich da nur ganz, ganz schwer zurückerinnern. Ich weiß nur noch dieser erste Gedanke, wo man ja eigentlich, wenn man sein Kind als erstes sieht, pure Liebe empfinden sollte. Und für mich war einfach nur mein Gedanke, ja, er ist tot. Und ging es ja aber irgendwo auch weiter. Und dann wurde mir gesagt, sie haben ihn wiederbeleben können. Durch den Sauerstoffmangel erleidet Carlo schwere Hirnschäden. Keiner konnte Isabel sagen, was mit ihrem Baby passiert ist. Wir wurden dann erst noch mal verlegt, da Carlo dann anfing zu krampfen aufgrund seiner schwersten Hirnschäden. Von dort aus ging es dann direkt erstmal zur neurologischen Frühreha, um so viel wie möglich zu retten und um den Hirn eben neue Fähigkeiten beizubringen. Nach 9 Wochen Klinikaufenthalt durften die junge Mutter und Carlo nach Hause. Endlich konnten sie eine kleine Familie sein, trotz der täglichen Arztbesuche. Carlo hatte mal gute, mal schlechte Momente. An sich war es ein ganz normaler Tag wie jeder andere auch. Und ja, er hat sich einfach diesen ruhigen Moment, als er da in seinem Bett geschlafen hat und keiner da war, hat er sich halt dann einfach ausgesucht. Carlo stirbt am 19. Januar 2019. An die 3 Monate mit ihm erinnert sich Isabel R. jeden Tag. Auch Tanja Schröder erlebte eine schicksalshafte Geburt. Bei ihr und Ehemann Benjamin klappt es nicht sofort mit dem Schwangerwerden. Weil ich an einer Endometriose leide und dann aufgrund der Schmerzen, die ich halt immer in der Regel hatte, halt 2004 operiert wurden. Also es wurde sozusagen rund um die Gebärmutter wurden diese Herde entfernt, diese Endometrioseherde. Und und dann meinte der Arzt halt zu mir, es wird halt schwer, schwanger zu werden. Aber 2008 ist es soweit. Tanja und Benjamin Schröder erwarten ihre erste Tochter.
glaube, das war schon so eine ganz klassische Schwangerschaft, wie man es kennt. Also mit allen Höhen und Tiefen und allem, ja, was man sich so eigentlich vorstellen kann. Also war ein bisschen herausfordernd, ne? An der einen oder anderen Stelle, aber das gehört eben dazu und so stellt man sich halt eine Schwangerschaft vor. Ja. Bis zum Schluss geht es dem Baby im Bauch gut, berichten sie. Doch als die Geburt nicht von selbst losgeht und Tanja Schröder eine Schwangerschaftsvergiftung droht, geht es ins Krankenhaus. Auch sie soll Zytotec bekommen. Das Paar vertraut sich den Ärzten an. Wir wollten ja jedes Risiko ausschließen. Ich habe ja auch explizit danach gefragt, ne, ob ich sag mal, gewisse Dinge passieren können, ne, ob die Gebärmutter reißen kann aufgrund der Vorgeschichte und der Operationen, die sie hatte. Nein, es kann nichts passieren. Narben sind dehnbar. Also da kann nichts passieren und jede zweite Frau hat Endometriose. Und aus dem Grund brauchen wir uns da gar keine Sorgen machen. Jahrelang schätzen Ärzte die hohe Wirksamkeit von Zytotec. Doch gerade die darf nicht unterschätzt werden. Hier in der Sana-Klinik in Duisburg nutzt man andere Medikamente, um bei Schwangeren Wehen zu erzeugen. Eine Nebenwirkung, über die wir aufklären müssen, ist die sogenannte Überstimulation. Die Überstimulation bedeutet, dass die Gebärmutter zu stark auf das Medikament reagiert und starke und hochfrequente Wehen hervorruft, die in letzter Konsequenz dann zu einer Stresssituation des Kindes führen können. Zu so einer Überstimulation kommt es bei Tanja Schröder. Ihre Gebärmutter ist durch die OPs vorbeschädigt. Nach der Einnahme von Zytotec kommen die Wehen schnell und heftig. Also an dem Punkt, wo sie eigentlich keine Gesichtsfarbe mehr hatte, nur grau war und eigentlich fast nicht mehr reagiert hat, da ja, also ab dem Zeitpunkt war mir irgendwie klar, da stimmt was nicht. Das Schlimme daran ist ja, dass ich sag mal, zu diesem Zeitpunkt einfach wirklich nur so eine Hebammenschülerin da war. Und im Nachhinein, klar, weiß ich nicht, was man hätte machen können, aber man denkt, das ist immer noch normal, ne? Und das muss alles so sein, die haben es im Griff, aber scheinbar ja nicht, ne? Und das war einfach wertvolle Zeit, die da echt verloren ging. Ärzte griffen erst ein, als es schon fast zu spät war. Ja, und dann war es natürlich, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Ja, wie gesagt, Leonie war dann eigentlich tot geboren, ne? Und meine Frau war auch so gut wie nicht mehr da. Und ja, es war schon schwer. Leonie wird reanimiert und in ein Kältebett gelegt, um die Hirnfunktion runterzufahren. Tanja Schröder bekommt von all dem nichts mit. Sie wird notoperiert. Beide überleben knapp. Heute besucht Leonie die 5. Klasse einer Förderschule. Wegen der Hirnschäden kann sie weder laufen noch sprechen. Mit einem Sprachcomputer verständigt sich das Mädchen in der Schule. Wir gucken mal ganz kurz, was du heute in der Schule gemacht hast. Und wir müssen ein bisschen für den Test morgen lernen. Die Lehrerin hat gesagt, ihr schreibt einen Test. Statt mit den Händen steuert Leonie das Computerprogramm mit ihren Augen. Was ist denn das hier für ein Sinnesorgan? Was kann man damit machen? Hiermit, mit der Nase. Riechen, das ist schon mal richtig. Das Paar ist sich sicher. Wäre Tanja Schröder damals anders behandelt worden, wäre Leonie heute gesund. Seit 10 Jahren versuchen sie, das zu beweisen. Die haben ja gesagt, wenn sie das gewusst hätten, wir hätten Kaiserschnitt gemacht. Und sie wussten es ja. Also wir haben ja wirklich, in jeglichen Unterlagen steht es drin, dass ich das hatte. Und wir haben es überall angesprochen. Und ich habe ihr das dann gesagt, Mutti, wir haben überall angesprochen, dass ich das habe. Aber irgendwie hat es keiner gesehen, keiner hat es für wahrgenommen, für voll genommen. Und die Risiken gesehen. Und dann hat sie gesagt, dann bleibt dir nichts, als dass du dann zum Anwalt gehst. Was die Verwendung von Zytotec mit dem Wirkstoff Misoprostol bei voroperierter Gebärmutter angeht, schreibt auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. In dieser Situation darf Misoprostol nicht zur Geburtseinleitung verwendet werden. Wir kämpfen darum, dass Leon in Absicherung bekommt. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch schaffen. Ja, Leonie hat es halt auch einfach dann nicht verdient. Mit Hilfe ihres Anwalts, Dr. Roland Uphoff, will Tanja diese Absicherung für ihre Tochter einklagen.
Leonie ist natürlich ein besonderes und auch sehr schwer und komplex behindertes Kind. Wäre ein Schmerzensgeld von sicherlich deutlich über 500.000 Euro zuzusprechen. Daneben ist eben der Schadenersatz einzufordern, der dadurch entsteht, dass eben Leonie 24/7 versorgt, unterstützt, therapiert und begleitet werden muss. Erst vor einem Jahr wurde die 12-Jährige an der Hüfte operiert. Leonie muss regelmäßig zu Ärzten und Therapeuten, damit sie weiterhin beweglich bleibt. Na, pass auf, Maus. Wir machen jetzt gleich einen Abdruck. Ja? Mhm. Ziehst du mal die Orthesen aus? Ja. Also bei dem Termin ist Leonie nicht aufgeregt, oder? Bist du aufgeregt? Doch, ein bisschen? Ja? Okay. Ich würde sagen, sie war ein Jahr oder anderthalb. Und da hat sie diese so ganz kleine, die haben wir immer noch ganz kleine erste Schienchen bekommen. Kann Leonie sich immer eine Farbe aussuchen, ne? Da hatte sie sich halt diese Einhörner ausgesucht. 2009 gründen Betroffene das Netzwerk Zytotech Stories. Hier tauschen sich mittlerweile über 500 Frauen aus. Sie verbindet ein Schicksal. Wir haben behinderte Kinder, Kinder mit Geburtsschäden. Und wir kämpfen seit Jahren um die uns zustehenden Entschädigungen. Isabel R. muss das Erlebte ihrer ersten Geburt noch verarbeiten. Doch 2 Jahre später darf sie endlich Mutter sein, einer kleinen Tochter namens Valentina. Es war für uns aber natürlich auch ein kleines Mittel der Heilung, weil ich nach der Geburt von Carlo das sehr in Frage gestellt habe, ob ich überhaupt ein gesundes Kind bekommen kann. Jetzt haben sie die Chance auf ein glückliches Familienleben. Wir hoffen, dass sie auch irgendwann versteht, dass sie eben noch einen Bruder hat, der aber eben vom Himmel auf sie herunterschaut und für sie der beste Schutzengel ist. Jetzt werden wir erstmal eine richtige kleine Familie werden. Söhnchen Carlo wird immer ein Teil ihrer Familie sein. Die intensive Zeit mit Leonie hat auch die Beziehung von Tanja und Benjamin Schröder nur stärker gemacht.